Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in meine Torten- und Kuchenwelt. Es geht weiter mit Marmeladenrezepte. Heute möchte ich euch ein Marmeladenrezept zeigen, was in der Türkei sehr, sehr gerne gemacht und gegessen wird, aber ein bisschen für euch außergewöhnlich ist. Nämlich aus Wassermelonschale werde ich jetzt eine leckere Marmelade herstellen. Was wir dafür benötigen, ist natürlich 1 Kilo Wassermelonschale. Die habe ich jetzt einfach abgewogen, damit ich dann auch genau weiß, wie viel Zucker ich nehmen muss, weil ich nehme 1 Kilo Frucht, das ist jetzt kein Frucht, aber generell, und 1 Kilo Zucker. So, Zucker haben wir hier. Dann benötigen wir noch so 7-8 Stück Nelken, 400 Milliliter Wasser, halber Teelöffel Zitronensäure. Also mein Teelöffel ist ja klein, ihr müsst dann so Viertel Teelöffel nehmen. Und wenn ihr möchtet, dass das ein bisschen farbig wird, weil das ja jetzt klar wird, könnt ihr natürlich auch ein paar Zwetschgen hineingeben. Erstens werde ich dann die Wassermelonschale einfach nochmal schälen. Das geht ganz einfach, so in kleine Stücke schneiden und dann könnt ihr einfach mit so einem Apfelschäler die Haut schälen. Das geht hiermit ganz schnell. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Messer machen, gar kein Problem. Dann werden sie in kleine Stücke geschnitten. So, ich habe die Wassermelonschalen jetzt in einen Topf hineingegeben und werde dann das Wasser darüber geben. Es muss so viel Wasser rein, bis das Ganze überdeckt ist. Jetzt werde ich das so circa 15 Minuten kochen lassen. So, nach circa 15 Minuten nehme ich dann die Wassermelonschalen einfach hier raus. Ihr könnt das Wasser auch einfach absieben, weil da kommt jetzt neues Wasser rein. So, damit das jetzt für euch verständlich wird, ich habe jetzt das Wasser abgegossen und gebe dann Zucker darüber und nochmal Wasser. Wer das bisschen rot haben möchte, kann jetzt die Zwetschgen noch mit hineingeben. Die nehme ich dann später raus. Das ist nur für mich, für die Farbe. Und die Nelken kommen noch mit rein. Und lasse das dann jetzt köcheln. Wenn das anfängt zu kochen, dann lasse ich das so circa 30 bis 40 Minuten kochen und köcheln. Ich gucke immer, mal lasse ich das köcheln und dann mache ich die Stufe ein bisschen höher und lasse das richtig aufkochen und dann nochmal runter. Und zum Schluss, bevor ich den Herd ausmache, gebe ich dann einfach Zitronensäure mit hinein und lasse das dann so circa 2-3 Minuten köcheln und dann gebe ich das in die Gläser rein. Wenn sich beim Kochen ein Schaum bildet an den Seiten, den müsst ihr natürlich entfernen. Also man kann jetzt schon sehen, durch die Zwetschgen ist das schon rosa geworden. So, jetzt habe ich das so circa 40 Minuten kochen lassen und gebe dann Zitronensäure noch mit hinein. Um festzustellen, ob die Konsistenz jetzt richtig ist, könnt ihr ein bisschen in eine Glasschale hineinfüllen und warten, bis es kalt wird. Dann könnt ihr gucken, also das darf jetzt nicht einfach runterfließen. Wenn das so ein bisschen fest ist und an der Schale bleibt, dann ist die Konsistenz richtig. Wenn das einfach runterfließt, dann müsst ihr das noch ein bisschen kochen lassen. Jetzt wird die Marmelade noch heiß in die Gläser gefüllt. Vorsicht, das ist richtig heiß. Ihr könnt die Zwetschgen entweder einfach herausfischen oder drin lassen. Also ich lasse das einfach drin. Und oben müsst ihr dann ein bisschen Luft lassen, so ungefähr ein Finger breit. Und dann richtig fest drehen, so fest wie möglich. Das ist heiß jetzt.
Auch dieses Rezept ist natürlich ein bisschen außergewöhnlich. Nicht immer das, was man kennt, Wassermelonenschale. Das schmeckt wirklich super, super lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Wenn ihr das aus dem Glas rausnimmt, dann ist das ein bisschen flüssig, aber nächsten Tag wird das fester und schmeckt richtig lecker.